ist der neugeborene König der Juden. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, schauen ist seit jeher ein wichtiges Stichwort der heiligen Weihnacht. Wir haben schon in den verflossenen Weihnachtstagen öfter dieses Stichwort gehört und darüber nachgedacht, was der weihnachtliche Psalm uns entgegenruft in den Messtexten: Alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes. Wenn wir am Epiphaniefest dieses Stichwort noch einmal hören, werden wir belehrt, was dieses Schauen denn wirklich ist und worin es besteht. Es ist nicht nur das erste Hingucken. Es ist nicht nur die Neugierde, die uns treibt. Es ist nicht nur der erste Eindruck, sondern dieses Fest enthüllt die eigentliche Beschaulichkeit. Und wenn wir im Tagesgebet eben gesprochen haben, in dem Zusammenfassen unseres eigenen Betens: Wir haben ihn im Glauben schon erkannt, führe uns zur ewigen Anschauung seiner Herrlichkeit. Dann ist das der Weg, den uns dieses Fest führt und nimmt eigentlich voraus, wozu wir berufen sind. Worin wird der Himmel für uns bestehen, sofern wir noch an ihn glauben? In der Anschauung Gottes. Nicht in dies und das, nicht in jenem und nicht in irgendeiner Aktion, sondern in der reinen Beschauung. Gestern Abend in der Vigil haben wir diese schöne Ausführung von Odo Kasel gehört, die er zu diesem Fest schreibt, in dieser Ansprache, die er seinerzeit vor den Nonnen von Herstelle gehalten hat, unter dem Stichwort Ruhe, Schau, Vollendung. Und er rief uns in Erinnerung, dass Epiphanie ein wahres Fest der Beschauung ist, der, um es mit dem griechischen Wort zu sagen, wir kennen es als Fremdwort, aber stellen uns etwas ganz anderes darunter vor, der Theoria. Und er sagt, die Theoria der alten Griechen war ein Festzug, eine Prozession hin zum Heiligtum, wo man am Ziele angelangt die Schönheit der Gottheit schaute. Man stand unmittelbar vor ihr, die sich in ihrem Standbild entschleierte, und schaute hingerissen und entzückt ihre Herrlichkeit. Die Gottheit tat nichts, sie ließ sich nur beschauen.
Dadurch aber schenkte sie mehr als durch irgendeine Aktion. Kasel hebt hervor, dass auch dieses Fest eines ist und eigentlich das einzige im ganzen Kirchenjahr, wo der Herr an sich nichts tut, wenn wir dieses Evangelium eben hören, aus dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Christus tut nichts, er lässt sich beschauen. Das ist das Ziel christlichen Lebens. Es nimmt alle Vollendung hinweg, weshalb wir am Anfang von dem Herrscher gesungen haben, dessen Herrschaft niemals endet, der thront über allem. Wenn wir es mit dem weihnachtlichen Bild der Blüte beschreiben wollen, wie wir gesungen haben oder in einem der ältesten Weihnachtslieder singen, es ist ein Ros entsprungen. Dieser Wurzelstock, dieser Rosenstock steht in Israel, aber er bleibt nicht beschränkt mit der Blüte auf Israel. Er bricht auf und zeigt sich der ganzen Welt, dass alle ihn beschauen und darin zum Ziel ihres Lebens finden. Ich frage mich zuweilen, ob es ein Grund ist, dieser tiefe Sinn dieses Festes, wie sich der Herr zeigt, weshalb wir heute in unserer ganzen aktionistischen Zeit und in unserer hyperaktionistischen Kirche mit diesem Fest so wenig anfangen können. Ich glaube, ich muss nicht eigens erklären, dass ich überhaupt nichts gegen die Sternsinger habe. Im Gegenteil, wir sind froh darum, dass sich jedes Jahr Kinder finden, tausende Kinder in unserem Land finden, die auf die Straßen gehen und manches auch Negative erleben müssen, wenn sie so von Tür zu Tür gehen. Sofern das überhaupt noch möglich ist in unseren Städten. Aber die Gefahr besteht immer, dass wir aus den Festen einen neuen Aktionismus machen und wenn das nicht richtig funktioniert, werden die Feste nicht mehr gefeiert. Das ist eine tiefe Botschaft für uns. Wir lernen nicht nur das Ziel unseres ganzen christlichen Lebens aus dem Auge zu verlieren, sondern denken immer, sofern wir nicht irgendetwas tun und irgendetwas machen und irgendwie wahnsinnig aktiv sind, dann ist es alles nichts. Dieses Fest ist auch deshalb so wichtig, weil es eine Korrektur ist, weil wir Christus nachleben sollen. Und wir sehen es versteckt im Evangelium, wie das ist, wo die Freude herkommt. Dieser Spur zu folgen, zur Anschauung dieses Kindes, zur Anschauung Gottes zu gelangen, den Botschafter, den Stern ernst zu nehmen. Dein göttlich Wort, wie wir in einer der Strophen der Matutin gesungen haben, dein göttlich Wort, der helle Stern. Diesem Stern zu folgen, das bringt Freude. Nicht das Schielen auf die nächsten Umfragen, nicht die neuesten soziologischen Erhebungen, sondern dem Stern des Wortes Gottes zu folgen, führt uns hin, wie diese Weisen, wie die Magier aus dem Osten, zur Anschauung Christi, zur Anschauung Gottes. Und was geschieht dann? Als sie ihn sehen, als sie ihn schauen dürfen, als sie ihm huldigen, dann brechen sozusagen die Schätze aus ihnen heraus. Dann erst zeigen sie ihre Huldigung. Dann ruft er aus ihnen und aus uns hervor, was er in sie gelegt hat. Dann bringen sie ihm ihre Schätze dar. Aber die Reihenfolge will beachtet sein. Dem leuchtenden Stern des Wortes Gottes folgen. Ihm huldigen in der Beschauung. Und dann die Schätze entdecken, die er in uns gelegt hat, um sie ihm darzubringen.